Also, das muss man mal vorneweg sagen. Also, wir haben natürlich auch mitbekommen, was so in der Welt so passiert. Aber wenn ich das so im Nachhinein sehe und mit anderen Zeiten vergleiche, auch mit der Gegenwart, wir waren eigentlich sehr bescheiden in der Art, wie wir das so Sachen so einschätzten. Also, sehr vorsichtig. Uns war klar, dass wir das meiste nicht einschätzen können, was da irgendwo in Amerika passiert oder in Paris oder so und oder in China oder sowas. Und für uns waren das Anregungen, unsere eigene Sache zu machen. Und nicht irgendwie, wir konnten es nicht, wir hatten nicht das Material, wir hatten nicht den Zugang dazu und wir haben es nicht probiert, uns mit diesen Dingen ernsthaft tief zu beschäftigen, auch mit der Entwicklung in Tschechoslowakei nicht, haben wir uns niemals ernsthaft also wirklich damit befasst. Und also wir wussten gar nicht, dass alles, was man heute weiß, das ist ja ganz, ne, ganz wichtiger Punkt, und wir wussten ja auch nicht, dass wir das 68 ist. Und die Entwicklung ist eigentlich also wo man das Gefühl hat, es geht was los. Das ist eigentlich früher, das ist Beginn 66, 67 ist das wichtigste Jahr eigentlich. 68 ist das Jahr der Desaster, des Scheiterns. Also bitteres Jahr. Also der Aufbruch ist ein Jahr davor. Das Gefühl von einem Aufbruch. Also ich habe im Jahr 1966, am 7. Oktober, gab es eine spontane Demonstration von jungen Leuten. Und da waren also irgendwie so Gerüchte, dass irgendeine Beatgruppe, die wir alle mochten, da die Atlantics oder so hießen, die da spielen sollten in einer Sporthalle in der Steinallee. Und dann gingen wir da hin, ich mit meinen Freunden, und natürlich spielten die da nicht, sondern irgendwelche Volkstanzgruppen oder so. Und dann kamen wir da raus und dann sahen wir auf der Steinallee plötzlich Leute, die sich so unterhakten, so junge Leute, und so eine Reihe bildeten, wie die ganze Straße ging. Und die fingen plötzlich in Bewegung und plötzlich waren das Hunderte, die sich so da marschierten, auf uns zukamen. Und eine ganz großartige Losung, die sie brüllten, das war also fundamental. Es hieß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Scheiße! Das war die Zusammenfassung. Und dann hatten sie noch nie selber demonstriert oder sowas organisiert, wussten gar nicht, wie es geht. Dann sind sie in eine Nebenstraße abgebogen, haben da hinten das gebrüllt. Also, und dann kamen sie wieder als Faustberger Platz raus und dann war da die FOPO, die Volkspolizei, aufgefahren, trieb sie alle so auf die Lastwagen. Ein Jahr später erwarteten alle, dass es nochmal sowas passierte. Und plötzlich kamen die Fans sozusagen raus und hatten, die gab es ja irgendeine irrsinnige Techniken, wie man die Haare so versteckte und so. Und plötzlich hatten die, waren die wallenden Haare zu sehen und die hatten dann irgendwelche Nietenjacken, Rolling Stones stand da drauf und so, die sie alle immer die ganze Jahr lang versteckt hatten oder nur zu Hause gestreichelt haben und so. Und das Ganze waren, überall waren die. Und alle erwarteten, dass es jetzt nochmal Krawall gibt. So auch ich mit meinen Freunden, wir waren immer unterwegs und guckten und machten und dachten, haben wir nur Blödsinn gemacht, weil wir dachten, dann müsste es immer irgendwie losgehen. Und dann sind wir zu mir nach Hause gegangen, im Strausberger Platz, 7. Etage, und darunter war ein Boxring und ganz viele Leute. Da haben wir immer von oben Wasser runter auf die Leute runtergekippt, um irgendwie was in Gang kommt. Dann haben wir uns, ja, der war ja, liebte Theater, hatte alle möglichen Zeug, da haben wir uns irgendwie alle komisch angezogen. Ich hatte einen Zylinder auf, einen Frack an und so. Und sind wir losgegangen und hatten hinter uns, also eine Schar von Kindern, die hinter uns herlief. Und wir liefen da einmal so eine Runde und dann kam die Polizei: Kommen Sie bitte mit. Mein Freund Scheib
der hatte, wunderbar aus, der hatte nur eine, so eine kleine Windmühle oder sowas. Und der, die Polizei kam und hielt uns auf und der ging einfach so weiter, als ob er ein kleiner Junge ist, der nur eine Windmühle in der Hand hat oder sowas. Und wir alle, und dann stellte sich heraus, dass hinter den Häusern der Steinallee, Karl-Marx-Allee, alles voller Lastwagen waren. Und wir wurden also in die Kalbestraße gebracht, ins Polizeipräsidium. Und da saßen wir, waren wir völlig alleine. Und dann, 2 Stunden später, kamen sie zu Hunderten. Und da war eben passiert, dass Erich Mielke war also im Café Moskau gewesen, im Restaurant Moskwa. Und hatte dort gespeist, am Jahrestag der Republik. Und dann kam er raus und da standen da diese Gammler da. Und dann dachte er sich, na, das sind ja junge Leute, sind ja von uns und so. Kann man doch mal mit denen vielleicht mal ins Gespräch kommen oder so. Ist er auf die zugegangen. Ich meine, keiner wusste, wie Mielke aussah. Ich meine, man kannte auf die meisten Menschen wussten überhaupt nicht, wer Mielke ist. Er hat den Namen nie gehört. Das war ja völlig anonyme Figuren, ne, sowas. Und dann kam dieser kleine Mann da mit dem Anzug und wollte da irgendwas Lockeres sagen. Dann haben sie gesagt, verpiss dich, Alter, was, wir machen uns hier nicht an oder sowas. Und daraufhin hat dann Mielke beschlossen, jetzt reicht's, und hat dann alle träumen lassen. So, und das war also die, so eine, da, das war so eine Vorgeschichte. Und also wir haben das da mal ein bisschen lockerer, mal die, mal durfte, mal nicht. Das haben wir nicht als Tendenzen oder so wirklich wahrnehmen können. Und schauen Sie, als ich wohnte am Schrossberger Platz und da war immer gegenüber, gab es ja diese so berühmte Mockermilch-Eisbar, die Milchbar, und dann guckte man immer am Nachmittag raus, was ist der Polizei oder ist der nicht. Und wenn der Polizei war, bin ich natürlich sofort losgegangen. Und dann wurde man da, wenn man Nietenhosen anhatte, dann durfte man da nicht rein. Oder wenn man einen Parker hatte oder und einen anderen Tag durfte man rein. Es war immer ein großes Spiel oder so. Und oder ich hatte so ein Abzeichen von dem Vietnamkongress in West-Berlin. Also dann wurde ich gezwungen, von der Polizei das Abzeichen abzumachen, weil es nicht unser Abzeichen war, weil sie es nicht einordnen konnten. Und so ist, aber es war also eine Kabbelei zwischen Jugend und Staat, Polizei, der permanent, also zwei Jahre lang der stattfand. Was heißt klar und deutlich? Das war ja in Nachrichten und schnell in der Zeitung und auch im Neuen Deutschland las man ja sowas und Westnachrichten so. Und aber richtig einordnen konnte man das nicht. Und also was so die Wahrnehmungsschwelle überschritt, wenn man wirklich sagte, oh, das war der 1. Mai, als Dubček nicht auf der Tribüne stand, sondern als er in der ersten Reihe bei die Demonstration eingeführt hat. Und da war klar, da gibt es einen Stilbruch. Das hat mit dem, was wir gewohnt waren, nichts zu tun. Und das hat ihm in der Tschechoslowakei unglaubliche Sympathien eingebracht, aber auch sofort darüber hinaus. Wir haben das meiste davon nicht mitbekommen, außerdem waren wir mit uns beschäftigt in der Hauptsache. Ja, und die Tschechoslowakei war nur für uns nur ein Detail der Weltgeschichte. Ja, also wir, für uns war es ein Aufbruch der Jugend in der Hauptsache, der überall in der ganzen Welt stattfand. Und da hörten wir eben aus den USA was, aus Berkeley und was da, und dann hörten wir aus Mexiko was, dann hörte man das in Polen, die Studentenrevolte gegeben hatte, dann gab es das in Paris im Mai 68, dann gab es in West-Berlin die Sachen, und in Frankfurt am Main und Italien und so. Und die ganze getragen von dieser Kulturrevolution, wenn ich es mal so. Also Jimi Hendrix war auf alle Fälle wichtiger als Trudi Dutschke. Und was ja auch wirklich so ist. Achso, also und das sind ja ganz andere Dimensionen von Wichtigkeit. Ja.
ähnlich, also wie die Amis. Also es gab die Regierung und es gab die, das Establishment. Und das waren, klar, die wollten die DDR kaputt machen. Das waren unsere Feinde. Die hatten uns den Krieg erklärt, den sie, sie warteten nur darauf, dass sie ihn mal führen können. Und und dann gab es, wie gesagt, mein Name ist dann erstaunt, erfreut, erkennt, ah, es gibt endlich was, wo Leute was dagegen haben. Wie viele das sind, auch das ist eine starke Kraft, das konnten wir nicht einschätzen. Aber natürlich hatten die unsere volle Sympathien. Und wir haben, mein Vater hatte dann auch immer die Konkret oder so, da haben wir das gelesen. Und dann waren da auch die nackten Frauen, das fand ich auch schon sehr interessant oder so. Und, aber, also, da haben wir zum Beispiel die, gab, konnte man, wenn man ein gutes Radio hatte, wenn man es ganz zur Seite drehte, konnte man den Westberliner Polizeifunk hören. Und wenn irgendwo eine Demo war im Westen, Westberlin, haben wir das immer uns dann stundenlang davor gesessen, den ganzen Abend, und das angehört. Wir haben das Bulletin der chinesischen Botschaft immer gelesen. Und China heute, diese große Magazin. Und mein Vater war ein unglaublicher China-Verehrer. Wir waren also 49 schon, also vor 50, also kurz nach der Revolution, Sieg von der Revolution in China gewesen. Die erste DDR-Delegation. Vorher schon, also Fan von Lao Tse und sowas. Und der kam also, war völlig begeistert von China. Und wir hatten also bei uns über unserem Flügel zu Hause, hatten wir ein Bild von Mao Zedong hängen. Riesengroße Seidenstickerei. Wir hatten, mein Vater hatte noch einen Banner von einer Brigade, was ihm verliehen worden war. Und so hatten wir bei uns eine, also wir waren also sowas von pro-chinesisch, wie man es sein könnte. Und aber Brecht war das ja auch, also es hat ja auch diese China-Macke gehabt und viele andere. Und es war klar, dass der durch Mao kommt irgendwas anderes in den Kommunismus hinein. Ne? Also, und die Kulturrevolution, was die was da nun vorher, was da dann der Auslöser war, haben wir alles nicht verstanden, das wussten wir nicht. Und dann haben wir, und das war dann sehr, sehr gespalten, also was wir dann darüber gelesen haben, war plötzlich diese Wiederkehr eines Personenkults, den wir also unfassbar fanden. Und gleichzeitig war das für uns, die Jugend wird in den Kampf gegen die Parteibürokratie geführt. Gott sei Dank ging es völlig an uns vorbei. Ja, also zu uns kamen die Leute von der Kommune 1 uns besuchen. Den haben wir uns gut verstanden. Ja, sowas. Und aber also der marxistische Jargon, den es im Westen gab, der erreichte uns nicht wirklich. Als ich dann abgehauen bin, 1971, eine der ersten Sachen, die ich las, war als Statut des Maoistischen, also Jugendverbandes, irgendwas, KPO im Aufgang. Und da stand Paragraph 6, wenn wir uns nicht einigen sollen, dann müssen wir die Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong zu Rate ziehen. Ich bin falls vor Lachen umgefallen, ich sagte, studiert mal 100 Jahre. Ich kann nicht genau sagen, wann das war. Ich würde sagen, Anfang Juni, spätestens, wenn nicht sogar schon noch im Mai, kam also Wolf Biermann zu uns noch zu Besuch, wie so oft, Grünheide. Und er war ganz ernst alles. Und dann hat er uns verkündet, dass es den Einmarsch in Tschechoslowakei geben würde. Und dass es schon einen Termin festgestanden hat, dass es nur verschoben worden ist. Und das war klar, das wusste er aus sicherer Quelle. So wie er das gesagt hat, er nicht aus dem Westfernsehen gehört. So. Also ich war also in Berlin. Und dann hatte ich einen Freund, der war bei der Armee, der wohnte schräg gegenüber. Schnaffi nannten wir ihn, Frank Schneider. Ich war fröhlich aufgestanden, sehr spät, hatte lange geschlafen. Dann kam Schnaffi und brachte sein Thomann-Gerät mit.
Und ich hatte Frühstück gemacht, so komm, setz uns hin, schalte er das Thoman ein. Und da hatte er von morgens früh um 7 oder so alle diese Meldungen aus dem RIAS und sowas, FP und die Verlautbarung vom ADN und so, der hat alles mitgeschnitten. Er spielte mir das vor, so als geballte Laden. Fernsehen hatte ich nicht, also. Und ich habe mich das angehört und währenddessen haben wir gefrühstückt. Und dann dachte ich, jetzt ist es soweit. Und ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwelche großen Überlegungen angestellt habe. Aber klar, ich hänge die tschechische Fahne aus dem Fenster. Und es war am Schrosser Platz, konnte man ein bisschen Alex sehen. Also so. Natürlich hatte ich keine tschechische Fahne, aber ich hatte eine große Malpappe, die passte genau wie so eine Fahne. Und da habe ich dann die tschechische Fahne gemalt. Da haben wir immer die ersten Fenster da befestigt. Und da habe ich meine Westschallplatten genommen und die Wohnung verlassen. Ja. Und dann haben wir auf die andere Straßenseite gegangen, haben wir gewartet bei Goldnäpper, sehen, was jetzt passiert. Also, und dann kam von Alex, mein Freund Utzko Reit und Juliana Grigorova, die Bulgarin, die später Managerin wurde von Nina Hagen, kamen uns entgegen, wussten genau, dass das Fenster von Flori und war, also in die Fahne gesehen und so. Und dann standen wir da zu viert und warteten und dann kam da mal wie das Fenster auf, die Polizei kommt und das Ding die Fahne wegnimmt. Und für mich war die Sache damit erledigt. Also ich hatte meine Sache gemacht und ich wusste, dass meine einzige Chance besteht darin, dass jetzt muss der Staat irgendwie agieren. Und wenn sie jetzt so blöd sind, das ernst zu nehmen, und wird aus meiner kleinen Fahne eine große Sache. So blöd waren sie denn auch, ne? So. Und bin ja mit ihm bis in die New York Times geraten und bis in die Chronik des 20. Jahrhunderts im Brockhaus Verlag herausgegeben. Also ich meine, was will man mehr? Und so, ne? Und dann standen wir da rum und dann fragte ich die beiden, ich wollte gerade, klar, ich konnte nicht mehr nach Hause gehen, also ich war jetzt frei, weil erwartete nur irgendwie meine Verhaftung. Und dann fragte ich, was wollt ihr jetzt machen? Und dann sagten die, wir wollen Flugblätter machen. Und also, was wollen wir da draufstehen? Ja, da wollen wir dieses Gedicht von Biermann in Prag ist Pariser Kommune. Ich sagte, was? So ein Idiotengedicht hat er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist ja völlig Quatsch. Also, na gut. Dann bin ich mit denen mitgegangen. Wusste ja nicht wohin. Und dann fingen die an, auf einer Schreibmaschine mit 8 Durchschlägen dann dieses Gedicht immer abzutippen und verschrieben sich fortwährend. Und so, ich sagte, gut. Geh mal weg, Leute, ich mach das für euch. Also. Und da haben wir also Flugblätter produziert. Und wegen dieser Flugblätter bin ich verurteilt worden. Wegen der Fahne bin ich freigesprochen worden. Und dann ging es 2 Tage später ging's nach Luckau. Und ich wusste nicht, was es ist. Und ich dachte mir, naja, da wird irgendeine Fabrik sein, da wird ein Lehrlingswohnheim sein oder irgend so. Und dann müsste irgendwie dich in der Produktion bewähren müssen. Und sowas, irgendwas hatte ich mir vorgestellt. Und dann wurde ich in so einem Barkas dahin gebracht, war ein Dienstag, und die im Gefängnis waren nicht darauf vorbereitet, dass da jemand kommt. Der Tag, wo die Häftlinge angeliefert wurden mit der Eisenbahn kam, die anderen waren immer am Freitag. Die waren einfach auch nicht darauf vorbereitet. Und so, es war also eine lange Fahrt und wir plötzlich irgendwo hielten und dann waren so komische so Geräusche. Und dann fuhr man wieder ein kleines Stück und dann hielten wir. Und dann habe ich da ungefähr 2 Stunden, ich habe es für ewig Zeitgefühl verloren, in diesem Ding da gesessen, im Dunkeln. Weil man nur mal dieses so düt, düt. Und ich dachte, da draußen ist ein großer Kran oder so, der sich so bewegt, ja, oder irgend sowas. So ein bizarres Industrieszenario. Und irgendwann wurde ich da rausgeholt und wir waren in der Schleuse, in einem
Gefängnis, also wo denn, deshalb war dieses Geräusch, dann gingen riesige Stahltüren so auf. Und ich wurde dann zum Direktor geführt ins Zimmer und da guckte man so auf den Gefängnis raus, war einfach ein ganz normales Gefängnis, da hatte schon Karl Liebknecht gesessen. Und der noch einzige Unterschied zum Gefängnis war, dass man einen Beruf lernte, zum Erwachsenengefängnis. Vier Monate. Also 3 Monate in Hohenschönhausen und noch einen in Locker. Also aus 68, also aus dem Prager Frühling und dem Einmarsch, das ist als Ganzes genommen. Da war, konnte man 3 Schlussfolgerungen ausziehen. Die eine war, der politische Akteur ist die Partei. Der Prager Frühling ging von der Partei aus. Wenn ich in der DDR was ändern will, in einem sozialistischen Land, dann muss ich in die Partei gehen, in der Partei wirken und von dort aus Veränderungen bewirken. Das ist eine Schlussfolgerung, die zum Beispiel mein Bruder gezogen hat. Auch viele andere. Und ich habe denen immer gesagt, ich glaube, die Partei wird eher euch verändern, als ihr die Partei. Das ist der große Unterstrom. Die eigentliche Sache ist diese Bewegung. Wir wollten nicht in irgendeinem dritten Weltkrieg verheizt werden. Das ist der Untergrund. Jetzt im Kalten Krieg. Die Welt steht am Rand fortwährend eines gegenseitigen Vernichtungskrieges. Und da kommen junge Leute und sagen, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen auch nicht in die Armee, deshalb lassen wir uns lange Haare wachsen. Wir wollen nicht so aussehen wie Männer. Wir sind keine Nazis. Wir wollen es nicht mehr sein. Wir wollen auch mit Frauen anders umgehen und sowas. Und also das ist ein Aufstand gegen die Sitte, die Unsitten dieser Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Und das ist das Eigentliche. Und dann gab es das Jahr 68 mit seinen, wo es hier um politische Auswirkungen ging. Und natürlich sind die alle nur gescheitert. Aber das andere hat doch gesiegt. Das Eigentliche hat gesiegt. Und es ist in die westdeutsche Provinz, habe ich es ja erlebt in den 70er Jahren, runtergesackert durch die Lehrer und durch die Jugendclubs und durch die Dinger da. Und die Gesellschaft ist da eine völlig andere als davor. Es gibt einen vor 68, es gibt einen nach 68. Die Sitten sind anders, wie Menschen umgehen, was Militär ist, alles ist anders. Die Musik ist anders, alles ist anders. Das ist ein Riesenerfolg. So, aber es gab ja 1848 gab es das doch auch, also eine Welle von politischen Revolten in ganz Europa. Und danach hat sich die Bourgeoisie entschlossen, wir verändern die Kultur, die Sitten. Und das war ein Riesenerfolg. Achso, und geht hier zwar ein bisschen chronologisch anders, eigentlich beginnt es mit den Sitten und dann kommen die politischen Niederlagen. Aber das andere, eine wunderbare Sache, ich meine, natürlich hat es nicht aufgehört, das ist der Nimbus. Der Nimbus ist all along the Watchtower, nicht Rudi Dutschke oder sowas. Und in dem Sinne bin ich ein 68er. Bis immer heute in Tage.